Ja, hallo liebe Leute, willkommen zur Blue Challenge der Mario Tour 2023. Ne? Diese Tour spezialisiert sich speziell nur auf Mario und Co., aber besonders auf Mario, aber nicht zu vergessen ist auch unter Blue. Ne? Und mit dem starten wir jetzt direkt los auf einer neuen Strecke. Und zwar ist das die Mario-Piste aus dem Nintendo 3DS-Game. Ne? Mario Kart DS. So, dann wollen wir mal dann Blue losstarten hier und die verschiedenen Leute einfrieren. Ne? Und das schöne Eisblume. Ne? Die schön eisig. So. Ja gut, das war jetzt nicht so prickelnd. Aber wir haben ja noch einen roten Panzer. So. Na komm schon. Fahr schneller. So, ah. Sehr gut. Rosa hat den Goomba mitgenommen. Er hat den Goomba geküsst sozusagen. Ne? So. Okay. Oder daneben. Ah. Komm schon, Lu, du schaffst es. Aus dem Weg. Die rennen ja Pflänzchen. So. Ja, die Strecke hier hat ziemlich in sich. Eieiei. Komm schon, Junge. Nein! So, nochmal. Jetzt aber hier. Ne? Jetzt machen wir keine Sprintchen mehr hier. So. Boah, Alter, das ist aber auch wirklich schwer, die Strecke, ne? Muss ich echt sagen, ey. Meine Fresse. Dann noch die kotzenden Piranha-Pflanzen hier mit ihrem Feuer. Die machen das Leben auch nicht leichter. So. Eieiei. Sauber, Bowser. Bowser, ich meine Miauser. Miau. So. Komm, lass mich durch. Lass mich durch. Snake ist das. Ne? Solid. Solid Snakes Haustier. So. Nein, wirklich. So. Komm schon. Boah. Blöden Pflanzen, echt. Das ist gefährlich, sag ich. Es ist wirklich schwer, erster Platz zu werden, muss ich sagen. Also, das ist nicht einfach. Ne? Das ist kein Kinderspiel hier. Obwohl es ein Kinderspiel ist. Eieiei. So. Na komm schon, Blue, du schaffst es. Mindestens Dritter, ne? Oder Zweiter. Sehr schön. Sauber mit Blue. Woo, woo, woo. Und der Blue Boy, ne? Haben wir es geschafft. Auf dieser wunderschönen Mario-Strecke. So, jetzt kommt... Oh, jetzt kommt die Mario-Piste. Ne? Eins rückwärts und trickreich. So, mal gucken, was wir nehmen. Welchen Trick wir aus dem Hut zaubern. Ne? Mit unserem Purple. Haben wir den 8-Bit-Mario, ne? Passt doch perfekt zur Mario-Tour, ne? Diese Tour fokussiert sich ja auch auf 8-Bit-Sachen. Also, warum nicht, ne? So, ihr seht hier die Prinzessin, ne? Die 8-Bit-Prinzessin, die ich hier habe. So, leider war Daisy ja nicht da. Also haben wir die 8-Bit-Peach genommen. So, das dazu.
Und es geht nun los mit der Mario-Piste. So. Ja, so interessant sind die Strecken dieser Tour nicht. Muss ich sagen, sind ziemlich eintönig. Außer ein paar sind wirklich cool, wie diese hier. Wie ihr seht hier, ne? Das ist wirklich cool gemacht. So. So, wir fliegen mit Blue und dem 8-Bit Mario, ne? Mit Super Mario Power fliegen wir, ne? So, ja, das war noch Zeit, ne? Meine Güte, ne? Das war ja mein Geburtsjahr, ne? Super Mario Bros. Rauskam. Das hat ja total die Welt verändert. Das Spiel. So. Mann, ich habe das damals zum Geburtstag bekommen oder so. In NES mit dem Spiel. Meine ich, das ist doch schon ziemlich lange her. So, egal, wir sind erster Platz geworden. Mit Blue und dem 8-Bit Mario. So, dann haben wir noch eine Strecke. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. So, jetzt haben wir eine Strecke und zwar ist das die GBA Kampfstrecke, ne? Nummer 1. So. Hier auch neu, ne? Der 8-Bit Kugelwilli. So, wart. Ne? 8-Bit Kugelwilli. Habe ich auch extra neu gekauft, diese Tour. Und passt ja auch perfekt hier, ne? Zur GBA Kampfstrecke Nummer 1. So, dann wollen wir mal auf ins Schlachtfeld. Slava Ukraini. Nein. So. Auf geht so einen schönen Goombas hier, ne? So. Okay. Boah! Hier geht's richtig, boah, zur Sache, ey. Auf was denn das hier nicht mein Wagen kaputt haben, ey. Wie wild die sind hier. Boah. Ja, Bananenschein, gut. So, jedenfalls hier sind sie gut. Battle-Strecke, boah, das war weich. So, jetzt sehen wir nichts mehr, das ist schlecht. Das ist natürlich dann richtig schön, wenn man dann eine Bananenschale hat. Nein, dann sieht man die nicht richtig. Dann direkt ein Ballon, wenn man hier aufpasst. Aber es sieht gut aus, liebe Leute, wie ihr seht. Der König ist auch schachmatt. So. Noch das Bibi, Bibi Mario. So, komm schon, Blue, du schaffst es. Ja, jetzt noch ein Ballon. Bye bye Balloons. Ne? Jawohl, sauber. Und wir haben es geschafft mit Blue. Tada! Sehr schön. Damit haben wir den letzten Streckenkurs gemeistert. Aber ich habe noch für euch ein kleines Spezialvideo, also viel Spaß damit. So, liebe Leute, und da sind wir wieder mit Blue in einem kleinen Spezialvideo und dem Platin-Buggy, ne? Einen Preis für die Leute, die in der Rangliste, ja, Punkte haben, würde ich sagen. Es war wirklich kompliziert diesmal, aber ich habe es geschafft, weil ich unbedingt den Klimaaktivisten haben wollte, den Grünen, ne, auf seiner Kappe, den Klima-Cooper, sozusagen, besser auch bekannt als grüner Freerunner,
So. Auch neu hier, dieser wunderschöne goldene 8-Bit-Gleiter. Ja, ich habe gedacht, wir nehmen jetzt noch hier eine andere Strecke mal, außer Super Mario. Ne? Und zwar ist das jetzt hier die Luigi-Piste aus Mario Kart 64. Diese Tour ist von dieser Strecke die trickreich und rückwärts Version. Ah, sieht gut aus. Komm schon, lass uns vorbei, Birdo. Und bist du auch blau. So. Blau angelaufen. Nein. So, und wir fliegen mit unserem wunderschönen goldenen 8-Bit-Gleiter ins Ziel. So, und damit haben wir die Blue Challenge abgeschlossen. Diesen wunderschönen goldenen 8-Bit-Gleiter, den gibt es übrigens im Abonnement für diese Tour. Ne? So, das war's. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Prinz Thomas.